verdammt, ich drehe durch hier. Es kann nicht sein, das kann nicht sein. Ich soll da ein Interview mit Erich Hess, Politiker. Hab doch keine Ahnung von Politik. Was soll das hier? Mensch. Um 6. Was haben wir jetzt? 3:45. Wir müssen jemanden finden. Wir müssen jemanden fragen hier. Komm, lass weitergehen. Mensch, hab doch keine Ahnung von Politik hier. Kennt sich da niemand aus? Was soll ich nur tun hier? Guten Tag, Menno mein Name, grüß Gott. Grüßen Sie, Menno mein Name. Ich habe eine kleine Frage an Sie. Soll ich Sie fragen oder Sie lieber? Was? Kennen Sie sich politisch aus? Haben Sie ein politisches Fachwissen? Ich suche einen Reporter. Ich hab keine Ahnung von Politik, von der Schweizer Politik, verstehe ich nichts. Also Sie sind von Deutschland? Genau, ja. Ich bin von Deutschland, bin hierher gekommen, aber ich habe keine Ahnung von Politik hier. Ich soll jetzt eine Reportage über Erich Hess machen, aber ich habe da keine Ahnung. Sie wissen auch nicht, ne? Danke trotzdem, danke. Schönen Abend. Das ist die schlimmste Partei. Die SVP ist die schlimmste Partei. Okay, wir halten das so fest hier. Danke, schönen Abend. Mensch, ich finde niemand hier. Gott, kann doch nicht wahr sein hier. Es kann nicht wahr sein. Kann doch nicht sein hier. Guten Tag. Entschuldigung, darf ich Sie kurz stören? Menno mein Name. Haben Sie politisches Fachwissen? Nein. Keinerlei Fachwissen. Sie auch nicht? Nein. Sie auch nicht? Nein. Gut, dann will ich Sie nicht weiter stören. Ja. Schönen Abend noch. Danke. Da noch. Guten Abend miteinander. Menno mein Name. Kann ich Sie was fragen? English. Can I ask you something? Swiss German girl? Yeah. Would you make an interview from Erich Hess? Erich Hess? Yeah. He is a political idol. He is a very strong man. From Hermann Hesse? Yeah. Not Erich Hess. No, you don't know Erich Hess. Oh, be attention. Hey, okay. Hey. I will hold you. Thank you. No problem. Hermann Hesse, the great novelist, but Erich Hess, I don't know. Erich Hess, I don't know. No. Yeah, he is in the SVP. That's what's that? That's political thing. Yeah. Yeah. True. I don't do politics. Oh, okay. No problem. I also know. Okay, that's good. Well, have a nice evening. Okay. Thank you. Schönen Abend. Goodbye. Danke. Ciao. Entschuldigung, kann ich Sie was fragen? Bitte. Haben Sie politisch? Nicht filmen. Nur Audio. Auch nicht. Dann nicht. Mensch, da muss doch jemand Bescheid wissen hier. Entschuldigung, guten Abend miteinander. Kann ich Sie kurz was fragen? Okay, kein Problem, gehen Sie weiter. Danke. Wiedersehen. Entschuldigung, kann ich Sie was fragen? Haben Sie politisches Wissen? Geht so. Geht so. Geht so. Haben Sie Zeit heute Abend? Ja. Sie hätten Zeit? Ja. Hätten Sie Lust für mich, ich habe keine Ahnung von Politik, hätten Sie Lust für mich, Erich Hess zu interviewen, ja, ein paar Fragen zu stellen? Das können wir machen. Ja. Können Sie das machen? Ja. Top. Ich hole Sie gleich an Bord hier. Hier ist ein T-Shirt, hier. Dann sehen wir uns gleich, ne? Vielen Dank. Menno mein Name. Dein Name? Adrian. Adrian, habe ich das richtig gesagt? Adrian. Genau. Okay, danke. Vielen Dank, danke. Wir haben ihn. Wir haben verschiedene Fragen gesammelt und dürfen die zum Erich Hess stellen. Besten Dank. Zur ersten Frage. Guten Tag, Herr Hess. Meine Frage an Sie, nachdem wir nun wissen, dass viele der jetzt eingetroffenen Flüchtlinge für immer hier bleiben werden, ist meine Frage, wie stellen Sie sich die Integration und den weiteren Verbleib dieser Flüchtlinge, besonders der Jungen, hier in der Schweiz vor? Und wie wollen Sie das finanzieren? Weil das wird Geld kosten. Und ohne Finanzierung jetzt im Staat wird es auf Jahre viel teurer. Danke, Herr Hess.
Gut, für mich ist es grundsätzlich so, dass wir müssen schauen müssen, dass wirklich nur die in die Schweiz hineinkommen, die effektiv an Leib und Leben gefährdet sind und nach den Schengen-Dublin-Verträgen nicht an die anderen europäischen Länder müssen zurückverteilt werden. Und da sind wir nur noch bei ganz wenigen, weil die Mehrheit der Flüchtlinge, die hier in die Schweiz hineinkommen, sind nicht Flüchtlinge, es sind illegale Wirtschaftseinwanderer, sie sind nicht in ihrem Land an Leib und Leben gefährdet. Und sie kommen nur hierher, für ein besseres Leben zu führen. Wenn ich aus Afrika rauskomme, würde es mir wahrscheinlich gleich gehen. Ich würde das vielleicht auch probieren. Aber an uns liegt es ganz klar, Grenzen zu setzen. Weil wir können nicht halb Afrika hier in der Schweiz aufnehmen. Wir können nur so viel aufnehmen, wie effektiv an Leib und Leben gefährdet sind. Sonst haben wir mit der Zeit auch ein Problem mit der Integration, wie der Herr richtig erkannt hat. Also ihr sprecht zum Beispiel von Eritrea. Würdet ihr das als Beispiel nehmen, wo es nicht gerechtfertigt ist, dass die Leute in die Schweiz kommen? Aus meiner Sicht ist es gar nicht gerechtfertigt. Wir wissen eins zu eins, es sind sehr viele Flüchtlinge, die in der Schweiz zwar Zuflucht gesucht haben, aber regelmässig nach Eritrea in die Ferien gehen. Also dort geht irgendetwas aus meiner Sicht gar nicht auf. Und darum sind es wahrscheinlich nicht wirkliche Flüchtlinge. Besten Dank. Kommen wir zur nächsten Frage. Ja, Erich, mir würde zwungen, wenn die Reithalle so schlimm ist. Wo sollen denn die Tausende von Leuten, die die Wochenende verbringen, vor der Reithalle her? Ich meine, das Bedürfnis ist da. Und als Politiker muss man eine gute Lösung anbieten, finde ich. Und nicht nur Zeug verbieten. Darum hat es ein alternatives Programm, wo man für die Jungen dort, und das sind viele auch spätere SVP-Wähler, die die eben dort verbringen. Wo sollen die her und die eben verbringen? Das nehme ich sehr wohl. Gute Frage. Reithalle, aktuelles Thema. Wenn nicht dort, wohin sollen sie sonst? Gut, wir müssen wissen, 2/3 der Leute, die in die Reithalle kommen, kommen von außerhalb der Stadt Bern. Und das sind übrigens Zahlen von Reithalle, nicht von mir erfunden. 2/3 der Leute kommen dann schon gar nicht mehr in die Stadt Bern rein, weil das Magnet ist die Reithalle. Und alle anderen, der Drittel Leute, tut sich ganz gut auf die anderen Kulturlokale in der Stadt Bern verteilen. Wir haben ganz viele Kulturlokale in der Stadt Bern, sei das der Brogger, sei das der Gaskessel und wie die alle heissen. Das Problem bei Reithalle ist es ja, dass es ein rechtsfreier Raum ist. Es kann nicht sein, dass wir mitten in der Bundesstadt einen Platz haben, dass wir ein Haus haben, wo Gesetze und Vorschriften nicht gelten. Und darum muss man die Reithalle zutun. Noch kurz ein Wort zur Initiative, die als ungültig erklärt wurde, so viel ich weiss. Ja gut, der Grossrat hat hier leider politisch entschieden und nicht rechtlich, wie er hätte sollen. Darum ziehen wir jetzt das Urteil weiter auf Lausanne, sprich haben wir Beschwerden gemacht, wo wir Lausanne beten, darum den Sachverhalt zu klären. Sehr gut. Herr Hess, ich habe eine Frage an euch. Wie stellt ihr euch da dazu, dass man Tabakanpflanzung direkt Zahlungen leisten vom Bund oder gleich Bund tut Tabakprävention bekämpfen mit Geld? Warum zahlen wir zwei Orten Geld? Im heurigen Jahr war nicht auf der Liste, aber Tabak wird normalerweise subventioniert. Ist das richtig? Und wie würdet ihr das sehen? Gut, wenn man all die Präventionsprogramme anschaut, die der Bund finanziert, kann ich nicht davon aus, dass die überhaupt etwas bringen. Darum könnte man die Präventionsprogramme gut einstellen, die der Bund betreibt, weil es ist nicht Aufgabe vom Bund. Könnte man die Subvention auch einstellen? Gut, dort hier, das ja, ich weiß nicht, aufgrund von was die ausgezahlt werden, müssen wir schnell nachschauen. Aber die Landwirtschaft wird im Allgemeinen, bekommt sie Direktzahlungen für gewisse Leistungen, die sie für die öffentliche Hand, also für die Allgemeinheit leisten. Und das Gleiche wird das wahrscheinlich im Tabakabbau sein. Aber der unterstützt ihr grundsätzlich, dass man die Bauern unterstützen? Grundsätzlich bin ich der Meinung, solange dass wir die viel höheren
Tierschutzvorschriften haben, die viel höhere Naturschutzvorschriften, wie das zum liegenden Ausland und die restliche Welt hat. Solange sind wir sicher gezwungen, der Landwirtschaft Direktzahlungen zu zahlen, weil die Produktionskosten werden durch all die Vorschriften massiv höher. Man kann natürlich auch sagen, ja, wir streichen den Tierschutz, die Umweltvorschriften alle streichen. Dann wäre es dann vielleicht auch möglich, dass wir auf einem europäischen Niveau könnte produzieren vom Preis her. Sind ihr auch für eine Marktöffnung bei den Bauern? Die Landwirtschaft ist aus meiner Sicht ein spezieller Sektor, weil es geht hier um die Ernährung, auch allenfalls für die Krisenzeiten. Und ich bin der Meinung, dass wir einen möglichst grossen Anteil der Lebensmittel, die wir konsumieren, hier in der Schweiz auch produzieren. Und darum glaube ich nicht, dass wir den Markt gerade im Landwirtschaftssektor weiter eben auftun sollten. Ich kann nur ein Beispiel bringen. Es gibt überall Fehlanreize. Wir haben Tierschutzvorschriften, die sie im Ausland nicht kennen. Nehmen wir nur ein Beispiel. Schächtverbot. Wir haben in der Schweiz ein Schächtverbot. Gleichzeitig können wir über geschächtetes Fleisch importieren. Und das ist natürlich nicht das Ziel, dass wir die Schweizer Landwirtschaft durch Produkte konkurrenzieren, die sie gar nicht dürfen anbauen dürfen. Oder eben Gesetze, die wir haben, gar nicht können umgehen können. Also Produkte, die wir eigentlich gar nicht machen können in der Schweiz und dann vom Ausland herkommen. Genau, genau. Merci. Wo ist der verdammte Gummihals? Verdammte Arschloch! Mega lang tragen bis in den BMW! Ah, oh, da liegt auch noch ein Fünf gemacht! Ja, so ist es halt, natürlich! So, wo ist das Mikrofon? Ja, bitte, ja. Danke, Menno. Lieber Erich Hess, mir nimmt etwas Wunder. Bist du dafür, dass man Kultur und Religion fördern? Also, ich bin absolut dafür. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst. Deswegen nimmt es mich Wunder, oder? Doch logisch. Schau mal, der Blocher hat vor kurzem das Hellspiel finanziell kräftig unterstützt. Und das finde ich einfach super, von einem Politiker sich für etwas einzusetzen. Was meinst du? Würdest du Kirche oder eher so Hellspiel unterstützen? Oder würdest du überhaupt etwas unterstützen? Oder... Ich gehe verlangt. Kulturförderung ist ein Thema für dich? Ja, natürlich, aber ganz sicher nicht staatlich subventioniert. Kultur ist etwas, aus dem Volk heraus muss entstehen. Darum tue ich an jedem Parteianlass, den ich organisiere, an jedem Privatanlass, den ich organisiere, volkstümliche Musik aufbieten, dass eben Kultur auch in der Politik verankert ist oder auch an einem guten Fest, den ich organisiere. Und das ist meistens Schweizer Örgeli oder Jodlerclub oder einfach etwas schön Kulturelles. Also, dass eigentlich im privaten Rahmen sollte stattfinden, Kultur und dort leben und nicht, dass der Staat irgendwelche Institutionen soll mit Geld vollschütten, dass sie dann irgendetwas machen, was nur von einer kleinen Gruppe konsumiert wird. Genau, dieser Meinung bin ich zu 100%, weil die Stadt Bern zum Beispiel tut zum Teil Tanzgruppen subventionieren, wo es mehr Tänzer auf der Bühne oben hat, wie Leute im Publikum. Und die Kultur soll ja dem Publikum zugutekommen. Und sobald der Staat etwas subventioniert, gibt es Fehlanreize. Und darum bin ich gegen Kultursubventionen. Sehr gut. Dieser Meinung bin ich auch. Was? Dieser Meinung bin ich auch. Na, guten Abend, Herr Hess. Nun ist noch einmal schön genommen, der Hess, gell? Wie Sie merken, bin ich nicht unbedingt so der Eidgenoss, gell? Und, ich arbeite aber schon lange hier. Und ich habe da so eine Frage in meinem Nischel. Und zwar, das macht mich total irre. Würden Sie einer Abstimmung über die bilateralen Verträge, würden Sie da Hilfe leisten, das unterstützen, damit er mal Klarheit herrscht? Und dass das mal aus meinem Nischel rauskommt, dass das mal passt da drinnen, oder? Abstimmung über die bilateralen.
Gut, wir haben ja über die Personenfreizügigkeit abgestimmt, sprich über die Begrenzung der Zuwanderung. Es geht darum, dass eben die Leute, die Schweizer und die Ausländer, die hier in der Schweiz arbeiten und in Zukunft genug Arbeitsplätze haben, dass eben die Deutschen, die hier in der Schweiz arbeiten, in Zukunft bei ihrer Firma Marti Arbeitsplatz hat und nicht, dass unser Land von ausländischen Arbeitskräften überflutet wird. Darum müssen wir die Zuwanderung zwingend wieder selber kontrollieren können, dass wir eben nur gerade in diesen Branchen Arbeitskräfte reinlassen, wo wir effektiv Arbeitskräfte brauchen. Und so wird es, glaube ich, in Zukunft der Schweizer Wirtschaft gelingen, genügend feige Arbeitskräfte zu bekommen. Also in diesem Fall ja zur Abstimmung über die bilateralen Verträge. Ja, das Parlament hat jetzt unsere Zuwanderungsinitiative nicht umgesetzt. Und darum müssen wir wahrscheinlich auf eine nächste Runde gehen. Sprich, wir müssen wahrscheinlich über Personenfreizügigkeit abstimmen. Was aber nicht heisst, dass wir die anderen bilateralen Verträge dabei tangieren. Sie sind aber verknüpft, das erste Paket. Ja gut, ich gehe aber nicht davon aus, dass die Europäische Union so dumm wäre und die anderen 6 Verträge auch würde können, weil sie profitieren mehr von diesen Verträgen wie die Schweiz. Mehr als die Schweiz? Ja. Ganze Landverkehrsabkommen und, da profitiert nur die Europäische Union von der Schweiz, nicht mehr von der Europäischen Union. Und ich glaube nicht, dass sie die anderen 6 Verträge näher werden könnten. Besten Dank. Herr Hess, ich habe eine Frage an euch. Ihr, die so sozial eingestellt seid und für die, die nicht so viel Geld haben, gerade stehen, warum tut ihr euer Gesundheitswesen in Krankenkassen nicht helfen, mitzuüberdenken? Wenn man alles zusammen ein bisschen anders anschauen würde und Lohnprozent würde nehmen, würde der, der nicht viel verdient, mit ein paar tausend Franken Lohn, Krankenkassen dementsprechend zahlen, die er für Mann und die, die wahnsinnig viel verdienen, mit 40'000 Franken im Monat, halt auch ein bisschen mehr Krankenkassen müsste zahlen. Und das wäre doch sozial gerecht. Und nicht den ganz armen Bürger, die wir viel haben hier im Land, denen das Geld so abnehmen, mit 300 Franken Krankenkassen, einer, der 20'000 Franken oder noch mehr verdient im Monat, auch lumpige Lebens, die 300 Franken muss zahlen. Was meint ihr da dazu? Grundsätzlich gebe ich dem Herrn recht, Krankenkassenprämien in der Schweiz sind viel zu hoch. Dank der rot-grünen Politik, die betrieben wurde, ist lange Jahre im Bundesrat, dank der Frau Dreyfus, ist von denen an, wo das Krankenkassenobligatorium eingeführt wurde, sind die Prämien massiv angeschnellt. Wir können, das ist aber eine Privatversicherung, die so gut ist, so. Das läuft nicht über das staatliche System, es sind Privatversicherungen. Und darum kann es aus meiner Sicht nicht sein, dass wir eben bei privaten Versicherungen Lohnprozent nehmen, für die Krankenkassen die Prämien zu zahlen. Der Staat tut ja Rückvergütungen machen für alle die, die nicht so ein hohes Einkommen haben mit der Krankenkassenrückvergütung. Und ich glaube, das ist ein guter Beitrag, den man ärmeren Leuten und ärmeren Familien geben kann. Gut, hat er einen anderen Lösungsansatz, um die Prämie vielleicht wieder abzuholen oder die Anreize zu senken, dass man immer gerade zum Arzt geht? Ja gut, dort müssen wir wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr auf die Eigenverantwortung setzen. Sprich, ich weiss nicht, ob man vielleicht irgendwie pro Mal, wenn man zum Arzt sollte, irgendwo einen kleinen symbolischen Betrag müsste abgeben. Aber das vielleicht die Kosten nicht decken, dass dort vielleicht eine gewisse Hemmschwelle wäre, dass vielleicht jemand vielleicht in die Apotheke ein Grippemedikament holen anstatt direkt zum Arzt. Weiter müssten wir natürlich einmal den ganzen Grundversicherungskatalog massiv überdenken, was wir alles über die Krankenkasse finanzieren. Müssen wir effektiv Geschlechtsumwandlungen und solches über die Krankenkasse finanzieren, stelle ich in Frage. Und ich bin der Meinung, dass wir auch bei allen Hilfsmitteln, wie Rollstuhlkrücken und die Preise massiv oben runterfahren können, weil die Produktionskosten sind bei weitem nicht dort,
was schlussendlich die Verkaufskosten sind. Sehr gut. Oder eben in dieser Liste vorgesehen oder der Bund vorgesehen. Und dort müssen wir auch einmal die medizinische Hilfsmittelliste überarbeiten. Und es wäre sehr viel Sparpotenzial vorhanden, wenn der Wille vorhanden wäre. Merci. Lieber Erich, würde nicht langsam mal eine andere Frisur in Frage kommen? Es wird langsam langweilig. Gut, der Herr hat mich ja schon selber gar nicht gekannt, wenn ich plötzlich schulterlänge Haare hätte. Meine Frisur ist gäbig zum Pflegen. Und der Wiedererkennungseffekt ist natürlich auch da. Darum wäre es wahrscheinlich nicht richtig, wenn ich von heute auf morgen eine ganz andere Frisur hätte. Also ist marketingtechnisch die Frisur auch sinnvoll? Ja, erstens vom Praktischen her und zweitens marketingtechnisch schon. Sehr gut. Der Menü von Deep Dark Recordings hat ein paar Frisurenvorschläge für dich. Guten Tag, Herr Hess. Grüß euch. Grüß dich auch. Freut mich sehr. Ja, wir haben hier einige Vorschläge. Und zwar fängt es an mit dem roten Seitenscheitel. Wäre sehr interessant, dieser Look. Das ist ja eher eine Frauenfrisur. Meinen Sie? Ja, ja. Also dann legen wir die schon mal weg. Ne? Schluss. Die Justin Bieber-Locke. Ja, so sehe ich ein bisschen aus Schmalzlocke. Und das kann so nicht sein. Das finde ich auch, ne? Das geht gar nicht. Der Boygroup Erich. Ja, das ist nicht so gut gestrahlt, durch mich. Ein bisschen wild, ne? Ja, ja, genau. Dann haben wir hier die Schmierlocke. Das ist schon wieder eine Frauenfrisur. Kommt auch nicht in Frage, ja. Ne? Gut. Das wäre der unberührte Erich. Ja, das passt doch nicht. He. Auch nichts, ne? Der Lockenhess. Die Dauerwellen stehen wir auch nicht so. Ich habe sehr starkes Haar und das wäre auch kräftiges nicht möglich. Haar, ne? Ja. Gut. Dann haben wir noch hier vielleicht so etwas. Ein bisschen gekräuselt. Ja. Nicht ganz so wild. Wenn bei mir die Haare länger werden, stehen sie gleich noch auf. Ach, die können einen Lockenstab nehmen. Ja, der Aufwand, die Haare auch morgen zu machen. Also auch nicht, ne? Die Orange. Das passt doch nicht. Auch nicht das Richtige. Also der Coiffeur, der die Vorschläge gemacht hat, ist wahrscheinlich... Was ist der von Beruf? Da ist Modeberater, soweit ich weiß. Aber wahrscheinlich ohne Aufträge, oder wie? Nein, privat. Dann haben wir noch das Letzte, das ist der Holzfäller Erich. Vielleicht sowas, ein etwas wilderes, ein bisschen struppiges Haar. Ja, aber wenn ich jetzt ein struppiges Haar und noch einen Bart dazu hätte, würde mich ja gerade gar niemand mehr kennen. Dann haben Sie ein neues Image. Ich bin mit mir nicht zufrieden. Gut, dann lassen wir es beim Igeli. Genau. Gut, genau. Danke, Erich. Merci. Hat mich gefreut, ne?